Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLab und dies ist mein schon lange angekündigtes Video zu Instacord 2. Was ist Instacord 2? Instacord 2 ist ein Werkzeug, bei dem du ausgehend von Akkordprogressionen verschiedenste Aktionen auswählen kannst. Du kannst diese Akkorde spielen lassen, du kannst Bassläufe dazu spielen lassen, du kannst Arpeggios dazu spielen lassen, du kannst Performances dazu spielen lassen und diese Performances kannst du sogar selbst programmieren. So, das klingt eigentlich schon mal sehr, sehr spannend und das ist es auch. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Instacord 2 kein automatisiertes Werkzeug ist. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich möchte jetzt wie bei Scalar einfach meine Progressionen spielen lassen und kann dann mit der anderen Hand die Leadstimme spielen. Das geht in diesem Fall nicht, weil du eben damit beschäftigt bist, mit beiden Händen Aktionen auszulösen bzw. die jeweiligen Akkorde der Progression auszuwählen. Aber das schauen wir uns gleich an. Das ist eigentlich auch das Einzige, wo ich sehe, dass viele sich erstmal irren, wenn sie Instacord 2 kaufen, dass sie glauben, sie kriegen alles schon automatisiert. Nein, Automatisierung müssen wir, und das werden wir später auch sehen, müssen wir über unser MIDI-Programm schaffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was du zum Beispiel damit machen kannst. Ja, also ich habe hier in Instacord 2 einen Boogie-Woogie-Lauf oder mehrere verschiedene Boogie-Woogie-Muster einprogrammiert und eine sehr primitive Progression hinterlegt. Ja, also das ist C, F und G, also wirklich die einfachste Art und Weise. Und wenn ich jetzt damit spiele, ja, das ist also jetzt so ein Boogie-Woogie-Lauf. Und man kann sich im Grunde genommen vorstellen, wie ich dann mit meiner Leadstimme dann quasi oben den eigentlichen, ich glaube, das ist der Woogie, spiele. Naja, wie auch immer. So, jedenfalls, das kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich beide Hände brauche, um hier die verschiedenen Dinge auszulösen. Aber dazu kommen wir später noch. So, was hier allerdings sehr spannend ist, ich habe also nicht nur diesen einen Lauf, sondern habe zum Beispiel auch ein Baby Elephant Walk Muster geschaffen. Wenn du Baby Elephant Walk nicht kennst, musst du mal recherchieren unter Henry Mancini Baby Elephant Walk in YouTube und dort findest du dann auch ein entsprechendes Video. Vielleicht hinterlege ich auch einen Link hier unter dem Video, damit du das mal aufrufen kannst, aber ich kann es hier natürlich nicht aufgrund der Rechtssituation jetzt hier einfach spielen. Das ist der vorige und das ist der Baby Elephant Walk und dann habe ich natürlich auch so einen Lauf. Das ist ganz nett, aber spannend wird es dadurch, dass man sowohl, dass man im Grunde genommen mehrere Aktionen gleichzeitig auslösen kann. Das heißt also, ich kann den Baby Elephant Walk spielen und dazu den Lauf. So, das klingt natürlich insofern nicht sonderlich beeindruckend, weil natürlich hier das hinterlegte Instrument ist das gleiche. Also es wird überall an den gleichen Kanal hineingelegt. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel den Boogie-Woogie-Lauf auf ein anderes Instrument lege. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar hier Kanal 2.
Also man kann sehr vieles mit Instacord machen, insbesondere weil man eben auch hier diese Sequenzen selber entsprechend programmieren oder einstellen kann. Und das führt dann natürlich dazu, dass du ein bisschen flexibler bist, als du das zum Beispiel bei Scalar derzeit bist. Wie spielt man mit Instacord 2? Dazu muss man kurz das Interface verstehen, was man da vor sich hat. Also du hast hier im unteren Bereich hier zwei sogenannte Sets von Akkorden. Ja, Akkorde A und Akkorde B. Und dann gibt es auch verschiedene Aktionen, die man definieren kann. Die nennen sich Picks, aber du kannst auch sagen einfach Aktionen A und Aktionen B. Und du kannst also Akkorde auslösen oder anwählen und dazu dann Aktionen auslösen. Also das sieht dann im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier spiele, wirst du sehen, dass das hier die tatsächliche Tastatur darstellt, was ich drücke. Und hier oben wird dann angezeigt, was daraus geworden ist, also was quasi Instacord daraus macht. Ja, also ich habe jetzt hier die Akkorde für dieses Akkordset A oder die Progression A. Und du siehst, da sind einfach ein paar Akkorde hinterlegt. Und als Aktionen für diesen ersten Bereich habe ich nur einzelne Noten definiert. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den A-Moll anwähle, hörst du nichts. Aber wenn ich dann hier eine Aktion auswähle, dann hörst du eine einzelne Bassnote. Und die Noten, die ich jetzt hier schon einprogrammiert habe, die repräsentieren passende Noten zu dem entsprechenden Akkord. So, das ist allerdings noch relativ einfach. Im Grunde genommen könntest du auf diese Art und Weise auch, sagen wir mal, improvisieren für Arme machen. Ja, also ich spiele hier einfach so ein bisschen. Oder Moment, warte mal. Weil ich hier ja irgendwo einen Akkord habe, ja, und dann dazu. Ja, offensichtlich, wenn man sie dann mehrfach auslöst, dann wird die, das, was da quasi als Halten hinterlegt ist, dann wieder aufgelöst. Also insofern funktioniert das nicht ganz so mit dem Improvisieren, wie ich mir das gerade in diesem Moment gedacht habe. Also, wie gesagt, du kannst hier einfach mit dem ersten Aktionsbereich jetzt hier das auslösen, was eben hier Einzelnoten sind. So, das ist natürlich noch relativ einfach und dann hat man eben auch Aktionen hinterlegt. Das habe ich hier für den zweiten Bereich gemacht. Du siehst, sind hier drei Sachen. Einmal hier nenne ich das Hit 1, 3 und 5. Aber es ist ein bisschen mehr, weil der Bass eben auch mit angespielt wird, ne? Und bitte achte mal da drauf, was hier unten passiert. Da siehst du dann nämlich genau, was ich genau tue. Ne? Also bisher wähle ich immer nur eine Aktion aus, aber ich kann natürlich die Aktionen auch alternieren. Also dazu habe ich verschiedene Muster hinterlegt. Zum Beispiel.
Und du siehst, je nachdem, wie stark ich diese Taste hier anschlage, desto stärker wird auch das Muster gespielt. Ja, das ist also sehr spannend, was du damit machen kannst. Du kannst im Grunde genommen gefühlvoll Muster auslösen. So, da habe ich jetzt hier auch keine Wiederholung drin. Das kann man aber machen und dann spielt sich das auch einfacher. Und dann wäre wahrscheinlich auch das Improvisieren vorhin möglich gewesen. Moment. Wie gesagt, improvisieren mehr oder weniger für Arme. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, und was man auch machen kann, ist, das hast du vielleicht nicht ganz gesehen, du kannst mehrere dieser Sachen gleichzeitig auslösen. Das ist bei Einzelnoten noch nicht so überragend, aber wenn du jetzt in die anderen Bereiche hineinwechselst, ich mache das hier nur immer sichtbar, du musst es nicht tatsächlich auswählen, das wird dann quasi über die Tastatur ja gemacht. So, also das heißt, auf diese Art und Weise kannst du das sehr schön alles auslösen und spielen. Das ist allerdings alles im Live-Bereich. So, und als nächstes wollen wir uns natürlich dafür interessieren, wie kann man das Ganze automatisieren? Die Automatisierung läuft im Grunde genommen ganz genauso wie bei allen anderen VST-Instrumenten, die du normalerweise hast. Ein Instacord ist in gewisser Weise ja ein Instrument. Das heißt, du wählst aus in deinem MIDI-Programm, das du hier aufnehmen möchtest. Ja, also im Englischen heißt es Arm Track, also die Scharfschalten, die entsprechende Spur. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du, wenn dein MIDI-Gerät das zulässt, hier von aus die Aufnahme starten oder eben innerhalb deines MIDI-Programms dann eben hier einfach auf Aufnahme drücken. So, ich mache das jetzt in diesem Fall über mein Keyboard. Und du hörst hier, da läuft was im Hintergrund. So, aber da ich jetzt nichts drücke, passiert natürlich auch nichts. So, das ist auch nicht schlimm, weil das machen wir jetzt gleich richtig. Also vom Prinzip her ist es das eigentlich gewesen. Du siehst, es hat dann im Grunde genommen nur diese einzelnen Steuerungsnoten aufgenommen. Und wenn du es dann abspielst, wird es dann eben auch so entsprechend abgespielt. So, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die, dass du das gar nicht hier rüber machst. Und wir lösen dann bei dem Instrument, das wir spielen wollen,
was in diesem Fall das hier ist, die Aufnahme aus. Und es müsste dann eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, ob es tatsächlich funktioniert. Probieren wir es einfach mal aus. Und du siehst, er hat das tatsächlich übernommen. Er hat also quasi über die Steuerungsnoten, die wir hier haben, hat er dieses Instrument gesteuert, hat dann die MIDI-Daten hier ausgelesen und hier aufgenommen. Also sehr schön. Wie gesagt, das läuft ja normalerweise dann nicht so, sondern dann würdest du hier Instacord entsprechend spielen und er würde dann die MIDI-Daten vom Instrument so aufzeichnen. Du kannst das also machen, wie du möchtest. Der Vorteil wäre, wenn du über die Steuerungsdaten gehst, ist, dass du andere Muster hinterlegen kannst und dann tatsächlich auch was anderes gespielt würde, was aber trotzdem immer noch zu der entsprechenden Progression passt. Das ist also hier ein Teil dieser Automatisierung. Also du hast zwei Möglichkeiten zu automatisieren. Einmal hier über die Steuerungsnoten oder hier über das Ergebnis im entsprechenden MIDI-Instrument. Darüber hinaus hast du natürlich noch die Möglichkeit, MIDI direkt zu exportieren. Das bedeutet allerdings, dass du jeweils das Muster anwählen musst. Also hier zum Beispiel so sagen, okay, ich habe jetzt hier den, Moment, das wollen wir ja auch sehen. So, ich habe hier diesen Akkord, das ist G-Sus 2 und wähle dazu dann das entsprechende Muster. So, jetzt habe ich das und dieses Muster ist dann ja quasi hier vorhanden, auch in der entsprechenden Tonart und ich kann es dann einfach hier per Drag, da steht ja auch Drag, also ziehen und fallen lassen, Drag and Drop, hier rausziehen und dann du hörst, es ist genau das, was wir vorher gespielt haben. Die entsprechende Heftigkeit oder wie stark es gespielt wird, bin ich mir nicht sicher, wie das angewählt wird. Könnte man, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen sanfter spielen. So, das haben wir ja jetzt sanfter gespielt. Keine Ahnung, ob er diese Information mit rüberzieht. Nehmen wir das mal hier mit rüber. Sieht für mich nicht so aus. Das ist genauso von, also normalerweise würde er das sich in der Farbe dann niederschlagen. Ja, also das heißt, die Grundeinstellung, die hier unten für dieses Muster schon da ist, und das siehst du hier, also du kannst das entsprechend noch beeinflussen, ziehen und verändern. So, aber er würde bei einem MIDI-Export eben genau diese Vorgaben mit übernehmen. So, die große Frage ist natürlich, was passiert mit den Presets, die ich jetzt von Instacord 1 habe? Teilweise habe ich ja vielleicht selber schon etwas programmiert, zum Beispiel eine eigene Progression oder so etwas. Oder ich habe tatsächlich die von WA Productions gekauft. Ja, kann man die weiter nutzen? Die Antwort ist ja. Und wohin werden die dann gespielt, die Presets? Ist eigentlich ganz einfach. Das siehst du gleich hier. Und zwar gehst du hier auf Menü und wählst Open Preset Folder. Und dann öffnet er, das siehst du jetzt hier nicht, das bringe ich gerade hier rüber, dann öffnet er das entsprechende Fenster, siehst du hier, da hat er irgendwo einen Ordner in den App Datas und da sind die Presets hinterlegt, dann gehst du hier hin und da siehst du, dass ich hier zum Beispiel einen Ordner angelegt habe, der Kais Preset heißt. Und da sind aber auch die ganzen anderen Presets, die ich von Instacord 1 einfach rüber kopiert habe.
So, und das ist dann, die kannst du dann einfach nutzen. Natürlich hast du dann keine entsprechenden Riffs, die hier mit dem Sequencer zum Beispiel verbunden sind. Also du hast hier ja zum Beispiel die Möglichkeit, Arpeggios auszuwählen, Strums auszuwählen. Strums hast du natürlich auch in Instacord 1 gehabt, weil Instacord 1 mehr oder weniger eine Simulation für das Spielen von Gitarren auf einem Tasteninstrument war. So, und dann gibt es eben diese Riffs hier, was jetzt ein bisschen neu ist, und da kannst du dann eben auswählen, kannst sagen zum Beispiel hier, wähle ich mal das hier und dann sieht das so aus. Kann man dann auch spielen. Ja, das ist jetzt hier das zweite. So, vielleicht werde ich irgendwann mal ein Video machen mit allen Riffs, die nacheinander abgespielt werden. So, und dann gibt es dann, die werden halt immer komplexer in der jeweiligen Richtung. Ja, kann man machen. So, und das ist jetzt allerdings ein eigenes Preset. So, und wenn ich jetzt eins von den alten wähle, hier zum Beispiel eins aus dem Blues, ja, dann siehst du, okay, da hat er hier verschiedene Strums hinterlegt. Das ist das, was ursprünglich da war. Und hier auch meistens diese Einzelnoten. Deshalb hatte ich das auch selber in dem einen Preset selber so programmiert. So, und dann kannst du die Dinger natürlich spielen. Kann man einfach machen oder eben die entsprechenden Strums, und der erste ist meistens einfach ein normaler Akkord. Und das wird dann immer langsamer, ne? So bis dahin. So, und das ist zwar ganz nett, aber diese Strums sind halt eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann kannst du trotzdem hergehen, kannst sagen, okay, ich ersetze jetzt stattdessen das Ganze durch eins dieser Riffs. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich nicht nachgeforscht, was ist, ne? So, und das ist... Sondern es zeigt dir einfach, du kannst diese, so, also diese alten Instacord-Presets einfach nutzen und dann an deine Zwecke anpassen. Du kannst natürlich auch einfach sagen, okay, ich mache mir ja selbst mein Muster. Okay, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, kann man aber machen, wie man lustig ist. Und dann sieht das... Klingt schon sehr merkwürdig. Aber klingt auf jeden Fall in diese Richtung, die man hier hat, dieses Bluesige. So, insofern auf jeden Fall ganz gut. Dann ist natürlich die Frage, wie nutze ich Instacord mit mehr als einem virtuellen Instrument? So, und da war ja dieses eine Pattern, das ja nur ein Basslauf war.
So, dieser Basslauf, den möchte man dann eigentlich natürlich am liebsten über ein anderes Instrument spielen lassen, was ich ja auch gemacht habe. Und das kann man dann entsprechend anwählen, indem man eben sagt, okay, ich möchte einen anderen MIDI-Kanal dafür nutzen. Und das habe ich hier jetzt also auch eingestellt. Das ist jetzt ein anderer MIDI-Kanal. Und da sollte jetzt auch ein anderes Instrument gespielt werden. Und zusammen mit dem anderen klingt es eigentlich ganz gut. So, die Frage ist, wie habe ich das im MIDI-Programm realisiert? Wir merken uns, wir haben hier Kanal 2 benutzt. Und dann schauen wir einfach mal hier rein. Da sehen wir, dass wir hier diese UV Workstation haben. Das ist einfach ein Bass, ne? So ein altes Bass und Kontrabass. So, und was ich hier gemacht habe, ist im Grunde genommen zu sagen, ich hole mir den Input von Instacord und zwar auf Kanal 2. So, witzigerweise hat es hier bei diesem Plugin nicht so einfach funktioniert. Ich musste nämlich hier auch noch einstellen, dass ich hier den Kanal 2 haben möchte. Weil wenn ich das nicht gemacht habe, also oder auch, als ich es nicht gemacht hatte vorher, wurde da nichts ausgelöst. Also das heißt, der brauchte dann zusätzlich auch nochmal die Ermunterung über den richtigen MIDI-Kanal. So, aber wenn man das gemacht hat, dann kann man das einfach darüber spielen, ne? Und das klingt dann eigentlich ganz okay. Wie machst du deine eigenen Presets? Du wählst dir zum Beispiel hier etwas aus. Also ich habe ja hier verschiedene Akkorde, die du hier siehst. Die habe ich tatsächlich selbst programmiert, bin hierher gegangen, hätte das da auswählen können, habe ich aber nicht gemacht, sondern bin stattdessen hier auf Custom Chord gegangen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, über MIDI Learn das zu machen. Ich habe es lieber per Hand gemacht, weil MIDI Learn hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Und da siehst du, okay, der Bass ist also 12 Halbtöne tiefer gegenüber der Root. So, und der zweite Ton ist 3 Semitöne, also Halbtöne höher. Der dritte ist 4 Semitöne höher. So, also das ist hier der Root, die Root-Note. So, und dann wählst du hier, sagst du 1, 2, 3. Das ist also der erste, das ist das hier. Ja. Und der zweite, das ist also, beziehungsweise ist der dritte, ja, weil das ja der erste ist, ja, ist 4 Semitöne, das ist also einfach nur ein Halbton weiter. Und dann geht es hier weiter. Vierter ist also 7 Halbtöne. Kannst du ausrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der nächste ist dann 9. Wenn das hier 7 ist, 8, 9. Und der letzte dann eben 10. So, das sind so Noten, die normalerweise in so einem Boogie-Woogie-Muster drin sind. Was übrigens dazu führt, dass du diese Art von Akkordeinrichtung, wie ich sie jetzt hier habe, nicht nutzen kannst mit den normalen Patterns, die er hier hinterlegt hat, also mit dem entsprechenden Riffs. Können wir kurz mal ausprobieren, das ist wirklich außerordentlich, wie soll man sagen, merkwürdig. Und zwar, Moment, Pattern. Genau. So, und jetzt gehe ich hier auf so einen Riff. Egal welches, das spielt eigentlich keine Rolle. Es wird schrecklich klingen. So, und jetzt haben wir hier diesen Ton. Oh, das geht sogar, weil fast nichts gespielt wird. Deshalb spielen wir dann hier am besten ein bisschen mehr. Ja, klingt schon sehr, sehr speziell. So, und diese Programmierung dieser Noten kannst du dann abspeichern.
Und zwar, also dieses Akkords, ja, das kannst du dann abspeichern in User Chords. Und zwar, da habe ich den Chordnamen festgelegt und dann kann man ihn hier abspeichern. So. Und das hatte ich dann eben gemacht. So das, und dann konnte ich es hier auswählen. Also das heißt, ich hätte hier jede andere Möglichkeit gehabt, Akkorde zu wählen. Und habe dann hier allerdings in meinen User Chords diesen einen angelegt. Und das ist dann für dieses Muster eben auch okay. Nicht für diese, also für meine Muster und nicht so sehr für dieses hier. So, und wenn man dann hier seine Progression entwickelt hat und vielleicht auch sogar schon seine Aktionen hinterlegt hat, kann man das Ganze abspeichern und kann sagen, okay, hier im Menü, Save Preset As. Und dann hast du hier die Möglichkeit, dein eigenes Preset hier anzulegen. Mache ich in diesem Fall nicht. So, wenn du aber nur einen einzelnen Teil hier hast, kannst du auch wieder hierher gehen und kannst sagen, okay, ich möchte dieses Pattern, was ich da geschaffen habe, Save Pattern As. Ja, und dann kannst du das entsprechend abspeichern. So kannst du deine eigenen Teile hier für dich, also sowohl die Einzelteile als auch ganze Presets schaffen und abspeichern und später wieder aufrufen. Das ist das, was ich ja im Grunde genommen hier gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich habe hier meine Presets und da habe ich ein sogenanntes das wilde Preset, was ich in einem anderen, in einem Livestream geschaffen hatte und hier das Preset, mit dem ich hier vor allen Dingen meine Demonstrationen mache. Das Boogie Woogie Preset. C-Dur Boogie Boogie. Ja, also wenn du Presets hast, dann solltest du sie natürlich vor allen Dingen sprechend benennen. Was hat sich in Instacord 2 gegenüber Instacord 1 geändert? Das ist im Grunde genommen relativ einfach. Das ist einmal dieser Sequencer hier, den du hier hast, den man dann hier einfach so wunderbar für sich selbst programmieren kann. Und dann gibt es hier allerdings auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem AI-Generator, also künstlichen Intelligenzgenerator, zu füllen. Ja, das wird wahrscheinlich insbesondere bei meinen komischen Boogie-Woogie-Noten nicht so gut funktionieren. Ja, können wir trotzdem mal kurz reinhören, was er da gemacht hat. Ja, genau, das funktioniert eben nicht. Da ist die künstliche Intelligenz leider noch zu doof für. So, aber wenn du jetzt, sagen wir mal hier, lass uns mal zu etwas gehen, was funktioniert. Ja, wenn wir jetzt hierher gehen und sagen, okay, wir haben hier noch diese normalen Pattern und die normalen Noten, also Progressionen hier. So, und hier möchte ich jetzt also quasi ein neues haben. Dann kann ich hier eins schaffen. Sieht ein bisschen sehr eintönig aus. So, probieren wir mal. Ja, also würde ich ehrlich gesagt kaum benutzen. Also noch nicht mal als Ideengenerator, weil du kannst doch deine eigenen Ideen hier entwickeln. Ich meine, wenn man hier allein nur wild rumklickt, man muss auch nicht mit diesen sehr einfachen, dieser sehr einfachen Aufteilung gehen, sondern du kannst eben auch sagen, okay, zum Beispiel habe ich hier viel mehr Noten pro Takt, also zum Beispiel 8, dann ist das also viel besser möglich, ein paar komplexere Muster zu schaffen. Ne? So, wie hört sich das jetzt an? Das klingt jetzt garantiert sehr verwirrend. Ja, also du siehst, du kannst da wirklich
sehr viel machen und allein schon durch wildes Hin- und Herklicken kannst du schon gute Muster erzeugen. Und da brauchst du ehrlich gesagt nicht den AI-Generator, ja, der geometrisch vielleicht ein bisschen passendere oder spannendere Sachen macht, keine Ahnung. Aber das ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Weise beeindruckt hätte. Sondern du hast noch einen weiteren Generator und zwar kannst du hier Progressionen generieren, was ich sehr schön finde. Du sagst also, okay, ich möchte hier irgendwie wähle hier meine Tonart, ne? Also Dis-Dur, ja, oder in diesem Fall Blues. Also du hast ja auch verschiedene Tonleitern, ja, können wir mal Hiroshi machen. Ja, und dann haben wir hier die Möglichkeit, das mal zu generieren. So, und dann haben wir hier ein paar interessante Töne zu oder interessante Akkorde zu. Und dann können wir sagen, okay, wo soll das hingeneriert werden? Machen wir jetzt mal bei B. So, und dann gehe ich hier auf Akkorde B. Ach so, ich bin jetzt im falschen. Hier. Also da ist nicht viele. Es sind ja nur vier Akkorde. So, also jedenfalls kannst du auf diese Art und Weise noch so Progressionen erzeugen lassen, generieren lassen. Offensichtlich auch nicht sehr komplex. Muss man einfach sehen. Ich persönlich würde dann lieber mit einem anderen Tool wie Scalar oder so arbeiten, um eine Progression hinzubekommen. Aber das ist auf jeden Fall, das sind die Erweiterungen. Und du hast also hier dann die Möglichkeit, eben nicht nur diese Strums zu machen, das ist also das hier, was als Legacy Picks genannt wird, um die Akkorde zu spielen. Und du hast also hier auch Riffs. Das sind also einfach so Liedfetzen, Muster, die du nutzen kannst, oder Arpeggios. Die habe ich jetzt noch nicht so wild genutzt. Das wäre jetzt ein Arpeggio zum Beispiel. Können wir mal kurz ausprobieren. Klingt eigentlich ganz nett, ja. Also das sind im Grunde genommen, das sind die Veränderungen. Aber diese Veränderungen haben es natürlich in sich, weil gerade dieser Sequencer hier ermöglicht dir, so etwas Ähnliches wie Scalar zu machen, also diesen Performance-Modus, allerdings eben absolut unter deiner Kontrolle. Und das gefällt mir sehr gut, weil auf diese Art und Weise konnte ich zum Beispiel diese Boogie-Woogie-Muster schaffen. Ja, ich weiß, das interessiert jetzt nicht jeden, aber es ist einfach nur ein Teil des Ganzen, ja, dass man solche Sachen machen kann und dass dabei richtig was Spannendes bei rumkommt. So, wie positioniert sich Instacord zu anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel Scalar, Orb, Producer Suite oder Instacomposer? Also zunächst mal Instacomposer und Instacord 2 teilen diesen AI-Generator. Und ja, sagen wir mal so, du hast hier halt ein Stückchen mehr Kontrolle als, ja, das stimmt auch nicht. Du kannst auch bei Instacomposer kannst du auch im MIDI herumfuhrwerken, aber dann würde ich das normalerweise lieber in meinem eigenen MIDI-Programm machen, das ein bisschen komfortabler ist im MIDI-Editieren, als es jetzt dieser Editor in Instacomposer ist. Also ich würde sagen, Instacomposer und Instacord sind zwar von der gleichen Firma und nutzen ähnliche Aspekte oder ähnliche Programmteile, sind aber doch sehr unterschiedlich, weil du hast hier einfach ein Stück weit mehr Kontrolle über das Ganze. So, und gegenüber Scalar muss man einfach sagen, Scalar ist natürlich hier der Gorilla im Zoo. Ja, also das heißt,
alles andere orientiert sich irgendwo an Scalar, aber Scalar hat halt einfach den Nachteil, dass es, obwohl unheimlich viel Wissen da drin steckt, nicht diese hundertprozentige Kontrolle zum Beispiel über diese Muster da ist. Du kannst aus unwahrscheinlich vielen Mustern wählen, das ist toll, aber du hast eben nicht diese Kontrolle. Und wie gesagt, wenn ich da jetzt sagen würde, Scalar, Boogie Woogie, habe ich gar nicht ausprobiert, muss ich sagen. Bin eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das machen würde in Scalar. So, aber ich denke, dass Instacort einfach eine gute Ergänzung zu Scalar ist. Ja, also Instacort kann zwar für sich alleine stehen, aber es ist von den Möglichkeiten her einfach ein Stück weit ärmer als Scalar. Aber wie gesagt, ne, also wenn du Scalar hast, ist Instacort 2 einfach eine richtig gute Ergänzung. So, was, wie verhält es sich zu der Orb Producer Suite, die ich ja auch habe? Ja, also ich würde sagen, die Orb Producer Suite ist einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt. Du kannst es zwar nutzen, aber hey, diese Muster, die die Orb Producer Suite erzeugen kann, ja, das kannst du hier auch, aber letztlich ist die Orb Producer Suite einfach, also sie ermöglicht auch nicht so viel Kontrolle, muss ich auch sagen. Also das heißt mit anderen Worten, man könnte sie auch ergänzen durch Instacore 2, aber ich würde mich ein Stück schwerer tun, als Scalar zu ergänzen. Das hängt damit zusammen, weil die Orb Producer Suite mehr intern ihr eigenes Ding macht und weniger nach außen offen zeigt, was quasi an Musiktheorie und so weiter dahinter steckt. Und bei Scalar 2 hast du eben genau das, dass das eigentlich immer alles transparent ist. Und so kannst du mit solchen Tools wie Instacore 2 Scalar immer gut ergänzen, weil es eben einfach zusammen funktioniert. Die Preset-Pakete. Ja, es gibt momentan ganz gut zu kaufen diese Preset-Pakete von WA Productions. Schauen wir mal kurz ins Netz dafür. Moment. So, da wird hier ja gerade Instacord angeboten. Gehen wir mal auf, wo ist denn hier? Summer Sale, genau. So, dann siehst du hier, dass die All-in-One Instacord Presets angeboten wird für 20 Euro. Ich finde, das ist ein sehr gutes Angebot, um Instacord 2 zu ergänzen, was ja auch nicht super teuer ist mit 26,70. Du hast halt auf diese Art und Weise aus unheimlich vielen Musikgenres noch die Progression, die du dann quasi entsprechend hier mit einbauen kannst und von dort ausgehen kannst, anstatt dessen, dass du immer alles selbst entwickeln musst. Also ich finde, das ist für 20 Euro oder 20 Dollar ist es ein ordentlicher Preis. Fragestellung ist, ist Instacord etwas für dich? Das weiß ich doch nicht. Ja? Also ich persönlich finde, dass es ein sehr spannendes Instrument ist, eben durch diese Möglichkeit, hier Mustersequenzen zu schaffen, die dann als Performances gehen, genauso wie bei Scalar. Weil bei Scalar musst du eben das nehmen, was da ist, und das ist dann halt ein wildes Herumprobieren. Und hier kannst du, wenn du irgendwie eine Idee hast, was im Ohr hast oder einfach wild klicken willst, kannst du das einfach machen. Und das ist insofern nicht schlecht. So, die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man mit einem Tastendruck nichts hört, aber nachdem man sich ein bisschen hineingefuchst hat oder vielleicht auch dieses Video gesehen hat, weiß man eigentlich ganz genau, was man zu tun hat. Das ist sehr gut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es nicht vollautomatisiert ist, dass du es nicht einfach irgendwie ablaufen lassen kannst, die Progressionen durchlaufen lassen kannst. Das ist etwas, was mir wirklich fehlt. Du kannst es natürlich, wie wir gesehen haben, einfach über dein MIDI-Programm machen lassen. Und das ist auch nicht so schlecht. Aber es ist nicht, ja, es ist irgendwie eine Sache, wo ich sage, Mensch, baut das doch mit ein, dann
ist es viel, viel einfacher, damit umzugehen und du kannst dann quasi in einer Live-Situation auch die Hauptstimme noch spielen. Aber gut, ich glaube, ich habe einfach eine andere Idee, wie ich das Tool einsetze, als vielleicht die Entwickler. Und das muss man dann vielleicht auch respektieren. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video weiterhelfen können. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe sehr viele Anläufe gebraucht, um hier die richtigen Informationen für euch zu ziehen. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht jedes Detail vom Interface erklärt. Das kann ich nochmal bei Gelegenheit machen. Aber ich glaube, das wäre für jetzt einfach zu viel. Und dann am Ende verliert man vielleicht den Blick für das Wesentliche. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos hier im Kanal und wir sehen uns in meinen Livestreams dienstags und freitags jeweils um 16:15 Uhr. Bis dahin, tschüss.